Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste. Als ich den Antrag zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, na, ist Erika Steinmach schon bei der AfD angekommen und war das erste, der erste Antrag, der aus ihrer Feder stammt. Nicht? Also inhaltlich passend hätte ich es getan, aber dann bekam ich mit, er ist ja auch schon mal im Brandenburger Landtag gestellt worden und insofern war meine erste Assoziation falsch. Man merkt natürlich sehr schnell, dass die AfD keine wirklichen Sorgen und Probleme hat, wenn sie sich mit so etwas befassen muss und am liebsten bis kurz vor die UNO gehen will. Ne? Das ist natürlich auch... Aber natürlich, der Antrag ist inhaltlich auch peinlich und kleinkariert, denn man kann auch überzeugter Europäer und Lokalpatriot in einer Person sein. Ich bin das auch und ich denke, die große Mehrheit in diesem Hause ebenso. Und übrigens, solche Debatten sind nicht neu, nicht nur 2009, Kollege Goyne, Sie haben vollkommen recht, auch am 29. März 1970, da haben ARD und ZDF die neue Wetterkarte eingeführt zum Start des Farbfernsehens. Und bei der neuen Wetterkarte blickten die Zuschauer nicht auf die gewohnte Deutschlandkarte, sondern auf eine Europakarte, hört, hört, auf der zwar Deutschlands Flüsse, Höhenzüge und Städtenamen, nicht aber die politischen Grenzen eingezeichnet waren. Ja? Bis dahin im Übrigen, auch das ist natürlich dann aus heutiger Sicht peinlich für das ZDF, bis dahin wurden auch noch die Gebiete östlich der Oder-Neiße-Linie eingeblendet, wie selbstverständlich. Da musste dann erst Willy Brandt kommen und die Ostpolitik musste kommen, bis das ZDF auch eingesehen hat, dass das so nicht mehr geht. Also auch das ist manchmal sozusagen ein Wandel der Geschichte. Oh. Aber sehen wir es so, so rückschrittlich das ZDF auch damals war, so fortschrittlich ist offenbar heute. Und das ist auch gut so, um mal eine in Berlin viel zitierte Floskel zu verwenden. Aber insofern ist der Bezug, den Frau Haltsch in der ersten Sitzung, in der ersten Rede hier hergestellt, auch nicht ganz falsch. Ich dachte auch, Mensch, das ist die letzte Sitzung vor Rosenmontag, die wir hier haben. Und offenbar hat es doch einen Bezug zum Karneval. Auch wenn man vielleicht über den Antrag nicht ganz lachen kann, habe ich mir gedacht, ein bisschen reimen, das kannst du auch. Und habe mir die Entstehungsgeschichte des Antrags mal ausgedacht und will das auch gerne noch hier zu Gehör bringen. So viel Zeit ist da. Mal wieder Fraktionssitzung bei der AfD. Man schaut aus dem Fenster, starte auf den Schnee. Ja, Schnee von gestern, das ist fein, könnte doch auch ein prima Antrag sein. Sie saßen 5, 6 Stunden und dachten nach, welches bedeutende Thema liegt denn brach? Dann kam die Erleuchtung, es wurde schon hell. Sie brachten es zu Papier, ganz schnell. Es geht ums Fernsehen, doch nicht um ARD oder Arte, sondern ums ZDF und die Deutschlandkarte. Unser Land verschwindet dort. Oh Gott, die Verantwortlichen müssen aufs Schafott. Die Entrüstung sei ja groß im Lande und überhaupt, das wäre eine Schande. Dem größten Problem seit Menschengedenken sollten wir unsere Aufmerksamkeit schenken. Doch wie so oft bei einer solchen Posse wird das zum Bumerang geschossen, denn da sind die anderen schneller und entlarven die Antragsteller. Die Mischung aus Unsinn und Demagogie war zum Glück mehrheitsfähig hier noch nie. Drum setzen Sie ab die Narrenkappe und halten das nächste Mal besser die Klappe. Herzlichen Dank.